Klimakrise, Umweltschäden, Verlust von Artenvielfalt und so weiter. Wir wissen alle, wir Menschen und die ganze Erde stehen vor riesigen Herausforderungen. Und das Gute ist, die meisten von uns wollen was verändern und ihren Teil dazu beitragen, genau diese Probleme zu lösen. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, nämlich sich pflanzenbasiert zu ernähren. Im Gegensatz zu Tierprodukten verursachen pflanzliche Lebensmittel nämlich nur halb so viel Treibhausgasemissionen. Und das ist neben Tierschutz und eurer eigenen Gesundheit jetzt nur ein weiterer Vorteil von pflanzenbasierter Ernährung. So einfach also. Mein Tipp ist es, einfach machen. Ihr macht so vieles. Ihr meldet euch an bei Social Media. Ihr habt es von der CD zur MP3 zu Streaming geschafft. Und macht doch einfach mal was für euch, für euren Geist, für euren Körper und für das Tierwohl. Mein ultimativer Tipp ist ausprobieren. So viel ausprobieren wie möglich und Austausch. Austausch ist ganz wichtig. Stell die Fragen, die du hast, und du kriegst auf jeden Fall Hilfe. Feier dich dafür, dass du anfängst, dich vegan zu ernähren. Das ist einfach ein Riesenschritt. Und es ist nicht nur ein Riesenschritt für dich, sondern tatsächlich für die ganze Erde. Ich glaube, das Wichtigste, was man braucht, ist eine Motivation. Das kann sein, dass ich das für mich mache. Das kann sein, dass ich das für das Wohl der Tiere mache. Das kann sein, dass ich das der Umwelt zuliebe mache. Ich gucke mir an, was ist vegan, worauf habe ich Lust, und dann schmeiße ich alles zusammen. Und dabei kommen manchmal richtig gute Rezepte raus, oder? Fang langsam an. Jeder einzelne Tag, jede einzelne Mahlzeit, jeder Snack, bei dem du auf tierische Produkte verzichtest, zählt. Also ich habe früher, bevor ich vegan geworden bin, ganz viel Milchprodukte und sowas zu mir genommen als Proteinquelle. Und das habe ich dann einfach ersetzt durch Hülsenfrüchte, Tofu und solche Sachen. Also das heißt, wenn man es gut machen will, dann sucht man sich neue Sachen, weil am Ende muss man ja auch gucken, dass man genug Nährstoffe zu sich nimmt, und so funktioniert das auch. Sei nicht so hart zu dir selbst, du musst nicht der perfekte Veganer sein. Also mein Top-Tipp ist, sich einen Freund oder Freundin dazu zu holen und es zu zweit zu machen. Dann macht alles mehr Spaß und ist einfacher. Einfach mal im Internet nach dem Hashtag Ich hab was Veganes im Supermarkt gefunden schauen, denn da findet man jede Menge Produkte, die zufällig vegan sind. Wenn du dich dazu entschlossen hast, beim Veganuary mitzumachen und noch nicht genau weißt, wie dir der Einstieg gut gelingt, würde ich mir ganz viele Dokus angucken, und da gibt es super viele richtig gute im Internet, auf Netflix unter anderem, die dir zeigen, was genau gut ist am Veganismus, wie gesund es für deinen Körper ist, was es genau macht mit dir und wie ungesund tatsächlich der Konsum von tierischen Produkten ist. Schnappt euch eine Freundin oder einen Freund, der sich bereits pflanzlich ernährt, und geht mal mit dem einkaufen. Was habe ich früher getan, wenn ich Superman geguckt habe oder Batman oder Hulk oder He-Man und Sheila, meine Generation? Wir wollten doch alle werden wie die, stark, groß, wir wollten fliegen, Helden sein, wir wollten Menschen retten und wollten, dass uns jeder bewundert. Und jetzt kannst du all das, was die eigentlich so toll ausgemacht hat, mit einer Sache machen. Du musst einfach nur richtig essen und dann bist du ein Held. Probier's vegan. Für die Tiere. Für unsere Zukunft. Für dich. Für deine Gesundheit. Für die ganze Welt. Für die Liebe. Probier's vegan und rette das Universum. Also, keine Angst, ihr braucht es nicht alleine durchziehen. Es haben schon Millionen Leute vor euch beim Veganuary mitgemacht, und es werden auch wieder Millionen Leute mit uns gemeinsam in diesem Januar ihre Ernährung umstellen. Macht einfach mit und zeigt damit der Welt, dass wir etwas tun können, um unseren Planeten zu schützen.